Hallo ihr Lieben, wir beginnen heute mit dem Workshop unseres ganz normalen Pullovers. Den Workshop könnt ihr euch im Internet auf maschenprobe.com kostenlos herunterladen. Die folgenden Videos zeigen euch einfach Schritt für Schritt, wie es funktioniert, falls ihr mit der schriftlichen Anleitung Schwierigkeiten habt. In dem Workshop findet ihr einmal jedes Teil, was wir stricken, für sich, Rückenteil, Maschenprobe, Vorderteil und die Ärmel. Hinten auf der letzten Seite findet ihr eine Größentabelle, wo ihr eure Größen eintragen könnt. Und ihr findet einen Vordruck, wo ihr alle Messwerte eintragen könnt und daraus dann die entsprechende Strickanleitung schreiben könnt. Ein kleines Bonus habe ich euch beigefügt, eine Tabelle, wo ihr ganz einfach eintragen könnt, Strickgarn, die Nadelstärke, die ihr verwendet habt, um auf die Maschenprobe nach dem Waschen gekommen seid, sowie das Projekt und was ihr verbraucht habt. So, bevor wir jetzt mit dem Rückenteil beginnen, brauchen wir ein paar Messwerte. Ihr könnt jetzt am lebenden Modell messen, nämlich an euch selber. Oder ihr nehmt ein Kleidungsstück, was euch sehr gut passt, und vermesst dieses. Da ich mich in meinem Video jetzt nicht selber vermessen möchte, habe ich mir etwas aus meinem Schrank geholt, was ich jetzt vermesse und euch dann die Werte eintrage. Und wir zusammen diesen Pullover eben stricken. Was ich für meine Werte mache, macht ihr natürlich für eure Werte. So, also sehen wir uns gleich wieder bei dem Vermessen.